einer geht noch. Jobcenter. Kurzwitz, wird ein Arbeitsloser einer sinnvollen Maßnahme zugewiesen? Radio Erivan. Frage an Radio Erivan. Können die Arbeitsvermittler allen Menschen Arbeitsplätze vermitteln? Antwort: Im Prinzip ja, aber haben Sie schon mal Zitronenfalter Zitronenfalten sehen? Frage an Radio Erivan. Stimmt es, dass das Jobcenter Hamburg allen Arbeitssuchenden im Einzugsgebiet eine Arbeitsstelle vermittelt hat? Antwort von Radio Erivan. Im Prinzip ja, jedoch war es nicht das Jobcenter Hamburg, sondern das Jobcenter in Berlin. Und es war dort nicht das Jobcenter, sondern der Fallmanager Max Kreimeier. Und er hat nicht allen eine Arbeitsstelle vermittelt, sondern der Kundin Henrike Hölscher. Und er hat ihr keine Arbeitsstelle verschafft, sondern sie sanktioniert, weil sie, obwohl Sozialwissenschaftlerin, einen Job im Callcenter nicht annehmen wollte. Frage an Radio Erivan. Haben Hartz-IV-EmpfängerInnen und ein Frosch etwas gemeinsam? Antwort von Radio Erivan, im Prinzip ja. Beiden steht das Wasser bis zum Hals, und sie müssen auf die Mücken warten. Frage an Radio Erivan, werden konstruktiv kritische Jobcenter-MitarbeiterInnen belobigt? Antwort von Radio Erivan, im Prinzip ja, zumeist allerdings mit arbeitsrechtlichen Maßnahmen, Abmahnungen und Suspendierungen. Kommt ein Fallmanager in das Büro seines Kollegen. Dieser ohne aufzusehen: Guten Tag, setzen Sie sich, wir müssten eine neue Eingliederungsvereinbarung, EGV, unterschreiben, weil die alte abgelaufen ist. Die drucke ich Ihnen sofort aus, steht nichts Neues oder Beunruhigendes drin. Wenn Sie gelegentlich einen längeren Gesprächstermin wünschen, können Sie mir das aufschreiben. Wenn Sie jetzt bitte im Flur warten wollen, ich komme sogleich mit der EGV zu Ihnen. Auf Wiedersehen. Nennen Sie mir zuvor aber bitte noch Ihre BG-Nummer. Nein, der andere Fallmanager. Mensch, Franky, ich bin es doch nur, der Jürgen. Du hast es aber wirklich vollgefressen, mit den Minimum 98% aktiver EGV, es bis Quartalsende, die wir unbedingt bringen sollen. Sitzen der Papst, der Osterhase, Robin, gleich der Gehilfe von Batman, und ein qualifizierter Fallmanager Ende 2015 um einen Tisch herum. In der Mitte liegt eine Tafel Schokolade. Wer bekommt sie am Ende? Der Papst. Alle anderen gibt es ja gar nicht. Vorstellungsgespräche zur Einstellung eines Jobcenter-Mitarbeiters. An welche Position hätten Sie denn gedacht? Geschäftsführer. Sind Sie verrückt? Nein, ist das Bedingung?